Ich soll mir was Schwarzes anziehen. Und ist es legal, was wir da vorhaben? Was legal ist und was illegal ist, derzeit sowieso eher von der Seite des Betrachters abhängig. Das ist unser seit gestern ehemaliges Geld. Wir dürfen das. Das ist Klopapier. Ich denke mir, wie viel ist denn das? Das sind ein paar Millionen. Guten Tag, Herr Jaritzer. Ich möchte Ihnen nur etwas ganz Interessantes zeigen. Wir haben leider nur einen Haufen Ostgeld. Tut mir wirklich leid. Ja, 1 zu 7 nehme ich auch euer Geld. Man kann nur noch bis Freitag einzahlen. Also noch 3 Tage. Also wir reden über Geld, was du gefunden hast und was dem Staat gehört. Und weil es dem Staat gehört und wir eine Volkswirtschaft sind, gehört es dem Volk. Und da wir das Volk sind, gehört es quasi uns. Jeder von euch kriegt jetzt Geld und kauft damit so viel er kann, bis die Westler nicht mehr kommen. Wir zocken bis auf die letzte Minute. Hey Leute, wir wollen das doch hier zusammen machen. Wem gehört denn jetzt das Geld? Wem gehören die Sachen? Da! Also, wir haben uns was überlegt. Wir kaufen unseren VEB. 200er, die gibt's doch gar nicht. Nie ausgegeben. Die sind gedruckt worden, damit wir liquide sind, wenn wir die BRD übernehmen. All die Jahre wurden wir beschissen. Aber das hast du immer schon gewusst. Ja, aber gehofft habe ich's anders. 200er, gibt's doch gar nicht. Scheiße. Falls ihr jemanden findet, der hier mit Farbdosen rumkleckt. Das ist Zerstörung staatlichen Eigentums. Wie ist sozialistischem Volkseigentum? Nein, jetzt ist staatlich, glaube ich. Wir sind keine Verbrecher. Wir wollen nur ein bisschen Gerechtigkeit. Jetzt haben wir den Sozialismus ruiniert und jetzt ist der Kapitalismus dran. Der Kapitalismus hat uns. Ja. Man könnte es auch freie Marktwirtschaft nennen. Ist aber das Gleiche. Stimmt.